Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 14. Und es geht weiter. Wir haben drei Siege in Folge sogar. Sogar gegen nicht so unrenommierte Vereine. Okay, gegen gute Vereine. Und müssen jetzt einmal weitermachen. Wir haben hier nämlich den Rakowski, den will ich haben. Den will ich haben. Und den kann ich mir auch leisten. Ich brauche nämlich langsam, muss ich mal sagen, einen Adlerersatz. Und Patrick Rakowski. Okay, warte, ich bin ja sehr eitel, was das angeht. 1,87. Wie groß ist Adler eigentlich? 1,90. Da wirkt Adler schon immer so klein. Na, ich guck, also Rakowski ist schon eine gute Wahl, denke ich, aber ich gucke trotzdem nochmal woanders dann. Gehen wir mal weiter. Wir stürmen auf den Dezember zu und ich möchte gerne dann beim nächsten Mal in der Transferphase möchte ich unbedingt dann nochmal probieren, jetzt Schürrle zu bekommen. Unbedingt. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ist okay. Herausgesprungene Kniescheibe. Gut, ehrlich gesagt, passiert mal bei einem schnellen Bewegungssport. Ja, aber der ist leider sehr lange verletzt. Achso, muss ich mal gucken, dass ich hier... Genau. Dass er sich da nicht unbedingt so viel verschlechtert. Ich würde mal sagen, gucken wir mal, wer jetzt mal vielleicht spielen kann. Vielleicht spielt er mal Dennis Aogo, vielleicht spielt er mal Sakai. Und ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viele Veränderungen. Aber ich lasse jetzt einfach mal Bakali spielen. Und ich will, dass Ezekiel ein Tor macht. Ich will, dass er ein Tor macht. Er macht keine Tore mehr. Wir werden ihn den Spaß am Fußball nehmen. Und deshalb werden wir jetzt gewinnen. Wir werden gewinnen. Okay, wir spielen auswärts. Das kann auch in die Hose gehen jetzt, wenn wir so offensiv spielen. Wieso spielt Ginter im ZM? Und was? Ich frag mich, was? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas eingestellt habe, was ich nicht mag. So, ich spiele jetzt ohne Stürmer. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Och Mann, Leute. Das finde ich euer Ernst. Ja, jetzt liegen wir auch noch hinten. Das wäre gerade... Okay. Was? Was geht hier ab? Ja, ich spiele wahrscheinlich immer noch zu offensiv. Ja, ich... dieses Spiel habe ich jetzt einfach mal irgendwie verpennt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Was war das? War das die Startelf? Ginter, Kaya, Sakai? Nee, ist eigentlich alles okay. Also hat Ezekiel einfach so... Das sah so... wieso war denn das dann alles vertauscht? Jetzt bin ich verwirrt. Tja, Ezekiel... Ich verstehe deinen Frust, aber das muss natürlich nicht sein. Ja, ich akzeptiere drei Spiele. Du bist verunsichert. Du bist witzig, ja. Tja. Und beißt auch noch verletzt. Also das nimmt ja gerade nicht so schöne Form an. Und gegen Hannover verloren zu haben, na gut, es ist allgemein erstmal nicht so schlimm. Das ist halt ein Derby, ne? Ärgert mich. Und ich habe gerade was gesehen. So im Augenwinkel. Und da wollte ich doch gerade mal gucken... Weil ich habe das noch gar nicht. Wir haben ja einen neuen Nationalspieler aus Italien. Und der ist auch noch relativ jung. Ich wollte mal gucken, was der denn so kann. Dazu müsste ich mal... Ach, wo kann ich das denn sehen? Gott, keine Ahnung. Verträge, Transfermarkt. Innenverteidiger. Ja. Wo spielt er denn? Ich weiß gar nicht, wo der spielt. Spielt er bei Atlanta Bergamo? Ach, ich gucke das jetzt durch. Ich lasse mir die Zeit jetzt. So, nee, da nicht. Da auch nicht. Da! Skodran Mustafi. Unser neuer Nationalspieler. Aber er hat nur drei Talent. Okay, ich beobachte ihn mal trotzdem. Ich will einfach mal gucken, was der so kann. Nur eigenes Interesse. Ich will ihn nicht unbedingt holen, aber ich denke, da kann man mal gespannt sein. So, ich will jetzt aber nicht nach Innenverteidigern gucken. Ich will einfach weitermachen und ich will meine Aufstellung ändern, weil das ist eine furchtbar. Hier so viele Verletzte. Ich bin traurig. Tja, Sakai hat ja, nicht so gut gemacht, die Sache, ne? Na gut, was soll man auch erwarten, ne? Ehrlich gesagt. So gegen Hoffenheim habe ich echt Angst. Das ist so ein Überraschungsgegner einfach. So, Sobich, du musst nicht in Sturm. Sobich, du musst nicht spielen, wenn du nicht willst, wenn du nicht im Sturm spielen willst. So, und dann denke ich mal, starten wir das mal so.
Unsere Form ist aber anscheinend verbessert. Und wir werden nicht verlieren. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. 0-0, wieder nach der Halbzeit und kein gutes Spiel. Aber immerhin ein Schuss von Çalhanoğlu, der Fernstöße machen soll. Also es hat anscheinend echt... Ach Mann, Leute. Tolgay. Warum? Levin. Da weiß man immer schon gar nicht mehr, was man jetzt groß tun soll bei so vielen Verletzten. Dieser Kai spielt ganz gut, die Note gönne ich ihm mal. Ah, wenigstens 1-1, ja gut, kann ich mit leben gegen Hoffenheim. Auch wenn sie nicht so gut da stehen, sind sie immer ein unangenehmer Gegner. Wie gut ist Erden geworden? Okay. Ja, da zuckt in einem immer der Finanzierfinger, der Investitionsfinger, so, ne? Ist halt einfach so. Dongu. Ja, ich weiß nicht, was mit ihm jetzt ist, ne? Du hast dich in der Saison sehr verbessert. Für dein Alter. Alter. Das finde ich immer so komisch, diese Erwartungshaltung. Warum vergleichen sich da so viele Menschen? Ich meine, es läuft bei ihm gut und dann verbessert er sich doch. Wieso muss er sich jetzt mit anderen vergleichen? So von im Vergleich zu anderen in meinem Alter habe ich mich gar nicht. Ja, vergleich dich mit Messi oder was? Also ich meine, irgendwo hört's auf. Also wahrscheinlich keine WM zu Hause. Ja, danke, das war doch irgendwie klar. Oder Europameisterschaft meinetwegen auch. Aber in der Türkei ist auch okay. Auch okay, wenn man bedenkt, dass ja diese Europameisterschaften manchmal einfach nur zerstörte Länder hinterlassen. Finanziell und wirtschaftlich ausgelutschte Länder, die danach nicht mehr auf eigenen Beinen stehen können. Ach ja, man gucke sich Athen an. Was da passiert ist nach der Olympiade. Aber das ist ja, aber Sport ist ja keine politische Sache, nein. Entschuldigung, ich kriege manchmal einen Anfall, wenn ich über manche Sachen... Ja, na, ihr versteht. So, wir spielen gegen Bayern München. Toll, ich weiß gar nicht, welche Spitzenmannschaft ich aufstellen soll, um gegen Bayern zu bestehen. Deshalb würde ich mal sagen, spielen wir einfach. Ehrlich gesagt, ich habe da keine großen Erwartungen. Gebt einfach euer Bestes. Ja, 1-0, bla bla. Ach, Lewandowski haben sie jetzt auch noch. Ist okay. Ja, 2-0, 3-0. Ist okay. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Okay, ich hätte anders eine andere Taktik aufbringen können. Ja, hätte ich tun können. Aber ehrlich gesagt, nein. Nein, dazu habe ich keine Lust. Gut, Jungs, 3-0 verarbeitet und verwaltet. Noch ein Spieltag. Und das gefällt mir überhaupt nicht, dass wir Bayern als vorletzten Spieltag haben. Das ist unangenehm. Ja, seid doch unzufrieden mit mir, weil ich... Nicht. Das ist so ein Schwachsinn. Oh, ich habe Lukas Andersen, habe ich gar nicht gesehen. Als Talent dahinter noch. Robustheit. Robustheit. Ihr braucht mehr Robustheit. Was habt ihr alle für Lauchs? Also so richtig... Ich meine, dabei kann man... Okay, in seinem Alter war ich wahrscheinlich... Hatte ich auch ähnliche Werte. Ja gut, ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, aber naja. So unrobust war ich da jetzt auch nicht. Nicht unbedingt. So, Oleg Schatov. So, Lionel Messi. Überraschung. Finde ich auch wieder so richtig toll. Also ich meine, klar, wird von Journalisten gewählt. Was soll man dann erwarten, ne? Aber ernsthaft, das ist doch nicht deren Ernst, dass sie dann... Ja, Messi, du hast ein Jahr nicht gespielt. Oder ein halbes Jahr. So, also es heißt, Messi ist, wenn er ein halbes Jahr spielt, besser als Ribéry, wenn er ein ganzes Jahr spielt und Champions League-Sieger wurde. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nicht? Ich finde, das verdient auch einen Vergleich. Entschuldigung, das ist doch der absolute Schwachsinn einfach. Sieht man mal, wie man diese Sachen wertschätzen kann. Und naja, aber das ist schön. Letztes Spiel gegen Augsburg. In der echten Liga hätte ich ein totales Problem damit. Hier nicht so sehr. Denn hier ist ja nicht Weinzierl der Trainer. Das ist doch einfach schön. Wir führen auch 2-0. Ganz entspannt. In den Urlaub. So wie es sich gehört. Schöne 1 für Öztunali. Soll ich ihn rausnehmen? Oder soll ich dem praktisch die Praxis gönnen? Nee, ich nehme ihn wieder raus.
Und dann auch noch, ach, ich lass mal Sakai spielen, genau. Und dann lasse ich noch Hakan raus und Fanafat kann man spielen. Das ist ja keine Verschlechterung unbedingt. Man macht Tolgay noch ein Tor. Das finde ich doch schön. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Also wir sind ja ganz gut platziert eigentlich, ne? Also toll. Achso, Levin meine ich jetzt gar nicht. Wow, hat er eine gute Note. Das, oder hat er nur zu wenig gespielt? Ne, er hat 6 Spiele gespielt. Oh, schon ganz gut. Diekmeyer, Tah. So genau, jetzt. Achso, jetzt genau. Oh, fast was vergessen. Ja, oh, Bayern München ist Meister. Was? Hä, wer hätte das denn erwartet? Was? Was? Ja, man wird, es wird einem nie zu müde. Man wird niemals müde, meine ich, das zu betonen. Was wollte ich jetzt gerade? Was wollte ich? Kalender? Ich wollte in den Kalender und ich wollte einmal eine Weihnachtsfeier starten. Sehr schön. Oh, wir haben Sponsoren, darauf habe ich gar nicht geachtet in der Zeit. Das fiel mir gerade auch auf. Ja, ein bisschen Summe erhöhen, ne? Na gut, so. Die haben schon lange gewartet anscheinend. Gut, da habe ich alles voll. Hier habe ich auch niemanden. Oh, Hauptsponsor. Oh. Machen wir Meet and Greet mit. Ja, mit wem denn? Mit Ginter, würde ich sagen. Und Freikarten. VIP-Logen gleich hier. Dann machen wir 1000 oder was geht? Ja, 600. Ganz schön viel eigentlich. Aber macht nichts. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen was zuschießen. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehe ich mal eben die Mannschaft durch und guck, wie sie sich entwickelt hat. Das, obwohl, nee, das machen wir zum Halbzeitresümee. Das ist auch besser. Und es kann sogar sein, dass das noch in dieser Folge stattfindet. Videoproduktionsfirma. Ja, das ist ja jetzt egal. Deshalb habe ich das auch gemacht. Verbessert sein Kopfballspiel, auch sehr schön. Angeschlagen, angeschlagen. Ja, war der genau einen Spieltag danach fit geworden. Also hat er sowieso nicht gespielt, wenn er angeschlagen ist. Aber ja, was soll man machen, ne? Eine schöne Weihnachtsfeier. Oh. Und mein Status beim Sponsor ist gestiegen. Das ist ganz schön. Muss ich mal kurz gucken. Oh, noch eine neue Verhandlung hier. Oh, die. Ups, oh, verdammt, habe ich mich gerade übertan. Die mögen mich anscheinend nicht. Oh, das ist gestiegen. Das ist ja schön. So, wir sind in der Tabelle des Jahres wahrscheinlich ein bisschen gestiegen. Und jetzt gucken wir mal, was der Kicker so sagt. René Adler im weiteren Kreis. Viertbester Torhüter der Liga, kann ich mit leben. Ja gut, mit Leno ist auch momentan wirklich sehr stark, also in echt. Und ich könnte die sogar verpflichten, aber brauche ich nicht. Ich habe ja Adler. So, Ginter, bester Innenverteidiger, so möchte ich das sehen. Gut, er wird auch auf lange Sicht der beste Innenverteidiger der Welt werden, vielleicht. So, Diekmeyer darunter und Williams auch. Das ist doch sehr schön, im Blickfeld immerhin. Also, schon mal was. Und leider, Außenbahnoffensiv, haben wir da irgendwelche Spieler? Hätten wir da Meier oder zählen die als Stürmer? Nee, stehen die als Stürmer. Naja. So, die Besten. Schweinsteiger, war für ihn überrascht. Wirklich einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und dann haben wir Kondogbia. Ach, wir haben überall schön so ein paar Spieler. Das ist doch eigentlich ganz nett. Ein Stürmer gar nicht. Ja, ehrlich gesagt, das wundert mich nicht so stark bei Kondogbias, bei Ezekiels Leistung. Naja, gehen wir mal weiter. Oh, das geht schnell. Ja. So, und ich möchte gerne noch was gucken. Und zwar würde ich gerne noch. Einfach aus Jux und Dollerei. Nicht, weil es mich interessiert, natürlich. Eine Spieleraussprache. Ich will mal gucken, was die so sagen. Nicht? Okay, der ist ablösefrei. Das Training ist zu hart. An ihnen liegt das nicht. Okay. Wir hätten eine Blutauffrischung benötigt. Du kriegst weder Testo von mir, du kriegst auch kein Doping. Also, Fuentes ist ja nicht. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Sie wechseln zu spät ein. Also vieles an ihnen liegt es nicht, obwohl wir Dritter sind oder Vierter. Leute, bemerkt ihr, dass wir gar nicht so schlecht sind? Oder bin ich wirklich so stark unter meinen Möglichkeiten? Das werden wir jetzt sehen, denn jetzt kommt tatsächlich schon die Auf- und die Abwertung. Juhu, ich freue mich. Hoffentlich.
Ah, Diekmeier, yes, das ist wichtig. Und Adler, 2 Konstanz dazu, das ist auch wichtig. Nein! Nein! Die schöne Stärke. Ah, Shadanolu verbessert sich. Ginter, bisschen. Ah, Williams auch, sehr stark. Und Bakali auch, weil er ein paar Mal gespielt hat, das ist schön. Rummel um seine Person, ey. Na gut. Ja, jetzt gut, keine großartige Verbesserung, aber so wie ich das mir doch wünsche, eigentlich. Gut, hier kommen anscheinend nur die Verschlechterungen. Okay, also bei dem hier bei und. Wow! Okay. Das ist ja cool. Von bei ihm finde ich das cool. Vor allem, dass sie jetzt alle so irgendwie so noch so ein paar Stärken dazugekriegt haben. Also anscheinend spielen die eine echt gute Saison. Aber das finde ich jetzt irgendwie... Ich meine, ich habe ihn... Na gut, das, ich könnte ihn immer noch für viel mehr Geld verkaufen, aber... Och Mann, Menno. Aber André Hoffmann ist jetzt da. Ja, du kriegst die 20, finde ich okay. Echt eine gute... Also das, an Hoffmann ist es wirklich eine gute Verstärkung nochmal. Und ich kann eigentlich sagen, dass dann, weiß ich nicht, Subir, ja, tut mir auch irgendwie leid, aber es ist eigentlich nicht mehr notwendig, dass er da ist. Ich kann ihn ja mal ein bisschen, so, ich kann das hier erstmal durchtauschen. Na, ich muss ihn verkaufen. Also, 4,5 Millionen, da kriege ich auch nochmal ein bisschen was dafür. 6 Millionen, 6,5, so, ne? Das kann man schon verlangen. Und, ja, wird auch bezahlt von Hull City. Okay. Ja, dann wechseln wir hier nochmal kurz durch. Und Ta, ja, was ist mit Hoffmann? Gute Frage. Ta will ich ja auch nicht unbedingt. Da würde ich jetzt, also gut, dann mach ich, zieh mal einfach ein Resümee. So. Und danach lasse ich auch das nochmal von meinem Dings bewerten. Von dem Dings. Dings. Vom Co-Trainer, meine ich. So, Adler. Ist, Note ist okay. Auch okay. Auch okay, obwohl ich mir schon eigentlich was Besseres erwarte als 3,0. Und die Note, die lässt sich echt verbessern. Also ich mochte ihn ja auch. Ich mag ihn auch immer noch, aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob er sich stark verbessern würde. Und Hoffmann, also im Vergleich zu Hoffmann, er ist jünger, er ist fast genauso gut. Ja, muss man gucken, ne? Ob nicht Hoffmann, also ich, kann man das sehen? Gut, 3,0, ne? Aber gut, das ist so wie Ginter, ne? Also theoretisch hat Hoffmann eine Chance, Kaya zu verdrängen. Und dann ist Kaya wahrscheinlich auch ganz raus, leider. Obwohl er wirklich eigentlich sehr gute Werte hat. Kann man wirklich nicht anders sagen. Vor allem ist er auch nicht so... Also kann man hier... Ist nicht auch irgendwo Technik oder sowas? Nee, steht er nicht. Ach, ist auch egal. Naja, muss man mal gucken. Diekmeier... Note 2,9, sehr schön. Ist zu Nali auch. Und da wird auch richtig gut. Das freut mich. Mit 18 Jahren immer noch. Also der wird auch noch was. Mal sehen, ob man Kondogbia irgendwann verdrängt. Haha. Gut. Hakan, wichtiger Spieler. Stecke 79. Ja. Kann nicht mit leben. Volleys. Allein hier auch sowas wie Fernschüsse 80, Freistöße 85. Also wirklich einer der wichtigsten Spieler. Dann Arslan, ultimative Ballkontrolle. Du könntest allerdings auch noch ein bisschen zweikampfstärker werden und ein bisschen robuster. So, muss man mal gucken. So, dann war ja gut, 3,44, das ist echt irgendwie nicht seine Saison bisher so stark. Ja, woran das liegen mag, weiß ich jetzt auch nicht genau. Kurze Pässe. Ich würde einfach mal sagen, er soll sich einfach mal weiterentwickeln irgendwie. Können wir ein bisschen Fernschüsse trainieren. Oder machen wir einfach ein bisschen Antritt. So, Bakali, ja, du wirst immer besser, auch wenn du noch nicht so stark bist oder nicht so eine gute Note hast jetzt. Das macht aber nicht so viel aus. Muss man im Tor cleverer werden. Das war schön, dann kriegt er halt noch mal ein bisschen mehr Torriecher, obwohl er schon 77 hat.
Dribble, Arteturia, was? 84? Wow. Das ist echt schnell, aber er muss noch schneller werden. stark meine ich. Ja, die Talente haben noch nicht so gute Noten, ne? Das muss man schon sagen. Na, gucken wir weiter. Aogo, guter Ersatz. Ja, bin ich enttäuscht. Also, was soll man dazu sagen? Ne? Es ist halt. Ich könnte wirklich viel besser sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt kommt langsam. Also, ich will ihn auf jeden Fall nicht gleich verkaufen jetzt, aber da muss schon mehr kommen, ehrlich gesagt, von jemandem mit seiner Stärke. Sondern das hier finde ich einfach nur scheiße. Dass er da jetzt eine Stärke weniger kriegt, meine. Weil er jetzt verletzt war oder. Und ist auch wieder langsamer geworden. Obwohl er richtig gute Noten hat. Also er ist schon eine Stamm. Also er ist schon gut, aber. Ja, Beister auch nicht sehr überzeugend. Muss man auch gucken, was aus ihm wird, obwohl er ganz gute Werte hat. Also ziemlich ausgeglichen auch. So, und Ezekiel, ja, was soll man sagen? Du triffst einfach gerade gar nicht. Ich. Ja, was ist mit dir? Gib im Training alles. Gut, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich meine, das ist einfach nicht gut, ne? Muss ich mal gucken. Vor allem, weil ich brauche einfach, weil Werner ist ja eigentlich auch nur jemand, der ihn ersetzen soll. Also klar, er ist schon richtig stark auch, ne? Aber er ist jetzt noch nicht bei mir in der Position, dass ich sagen würde, okay, das ist ein Top-Spieler. Also erstmal, was ich jetzt wirklich nochmal versuchen werde, das ist die Verpflichtung von Schürrle. Da muss ich mal gucken, dass ich das jetzt mache. Und dann würde ich sagen, ist die Folge auch erstmal beendet. Dann mit dem kleinen Fazit aus der ersten Hälfte. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich mache das hier sehr schnell im Durchlauf. Und es kann dadurch auch mal sein, dass ich viele Fehler mache, ja. Aber dafür spielen wir das ja auch zusammen und ihr sollt dann, könnt mich ja auch ganz gut dann daran erinnern. Theoretisch. Theoretically. So, ich finde ihn gerade einfach nicht. Warum nicht? Das nur realistische Transfers. Habe ich hier das Alter irgendwie? Oder links außen? Hä? Hey? Oder habe ich einfach was hier falsch eingegeben? Da ist er doch. Ja, er ist nur 24 geworden mittlerweile. Oh, und jetzt will er mehr Gehalt. Das gefällt mir gar nicht. Wahrscheinlich, weil er besser geworden ist. Egal. Probieren wir trotzdem. Und sonst kann ich ja schon mal gucken, was es hier für einen Ersatz gibt. Also, ich möchte schon eigentlich einen Linksaußen haben, keinen Offensiven. Shaqiri. Auch sehr interessant. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er gar nicht so teuer ist. Ja, geht. Geht noch. Also wenn ich jetzt eine Verstärkung habe, dann muss ich auch richtig reinhauen. Also nicht so Maxim oder Weimann, das Wee-Man. Das würde jetzt ein bisschen nicht so passen, finde ich. Deulofeu. Finanzielle Schmerzgrenze. Teuer. Nix da. Ich kann mal hier auf die Transferliste gucken auch. Brumal, nein? Nein. So, aber eins möchte ich dann nochmal machen und zwar, ach, das machen wir in der nächsten Folge. Wir gucken dann auf die Spieler mit Vertragsauslauf und das könnte sehr interessant werden. Mal sehen, welche Schnäppchen wir da schlagen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.